Die Welt steht Kopf offensichtlich nicht nur mit der Krawatte hier mitten in Frankfurt. Sie kennen vielleicht dieses Symbol hier vor diesem Hochhaus. Ich weiß gar nicht, ob Sie es erkennen können aus dieser Perspektive. Aber ich will gar nicht so sehr Hochhauskunde machen. Wir wollen über den Markt reden. Der steht nämlich ebenfalls Kopf. Es geht nach unten und zwar massiv. Insofern ein nicht so toller Abschluss für diese Woche, zumindest mal nicht für die Bullen, die an den Märkten ja vielleicht darauf hoffen, dass der Markt nochmal nach oben kommt. Und ich denke, da sind sich wohl alle Marktteilnehmer einig, jetzt vor dem Wochenende wird das wohl sehr schwierig werden. Der DAX schon fast 2% im Minus. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo er steht, aber ganz fette rote Zahlen hier auch beim amerikanischen Index. Und die Bewegungen sind ganz klar schubmäßig nach unten. Und auch von der Argumentation muss man einfach auf der Short-Seite im Moment denken. Denn wer will jetzt vor dem Wochenende nochmal Positionen einkaufen? Wir wissen, wie gerne Trump sich aktuell äußert. Wir wissen, was da durchaus für Äußerungen rauskommen können. Da geht keiner über das Wochenende ins Risiko und kauft sich hier Positionen ein. Es ist denkbar, dass der Markt nochmal vor dem Wochenschluss ein bisschen sich erholt, aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das vor dem Börsenschluss in Gewinnaufnahmen wieder auflöst. Das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht heute Nachmittag sagen, Mensch, da sind noch mal kleine Long-Positionen drin, ich bin da gar nicht dagegen, aber ich kann mir vorstellen, ich will es nicht beschreien, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das bis zum Tagesende, also kurz vor Börsenschluss dann in Amerika beispielsweise wieder abbaut und der Markt dann nach unten eben fällt. Das wäre mehr als natürlich und aus meiner Sicht eine sinnvolle Variante, da drauf zu gucken. Natürlich gelten auch die charttechnischen Beweggründe, die kann man ja immer im Plan haben. Trotz alledem, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Markt ein bisschen sich erholen sollte, dann kann man da gegen Ende nochmal auf die Short-Seite wechseln. Jetzt im Moment gibt es aber auch gar keinen Grund, darüber nachzudenken, denn noch ist wirklich long nicht die richtige Seite. Ein bisschen gibt es eine Chance, weil der Markt ein bisschen sich einfängt. Er hat eine sehr, sehr starke Schubbewegung nach unten. Jetzt fängt er ein bisschen an, zögerlich zu werden. Das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen eigentlich, aber ob man das jetzt wirklich nach so einem Tag jetzt hier positiv bewerten sollte, um jetzt nochmal einzusteigen, ich weiß es nicht. Wenn dann, wie gesagt, auf kleiner Ebene oder aber, wenn der Markt jetzt im Trendkanal wackelig nach oben kommt, wie gesagt, die Fortsetzung nach unten wäre durchaus typisch. Gold ist folgerichtig das Umgekehrte. Da ist die Bewegung sehr stark nach oben gewesen, hat jetzt so ein bisschen eine Deckelbildung, sage ich mal. Wir sind in der Seitwärtsphase, ein bisschen hängend vielleicht, aber auf jeden Fall mal im Pausemodus. Bin mir nicht sicher, wie viel man sich da vor dem Wochenende noch zutraut. Das hängt sicherlich auch ein wenig davon ab, wie viel Gewinnmitnahmen es noch am amerikanischen Aktienmarkt geben wird. Also das Potenzial auch dort eher in der Trendfortsetzung, in diesem Fall also eher nach oben zu erwarten. Also ich denke mal, dass das beliebtere Szenario ist, da zumindest mal auf der Long-Seite mit dabei zu sein. Einfach auch, um ein Gegengewicht zu haben gegen das, was der Aktienmarkt vielleicht noch bringt. Denn die fundamentalen Informationen, was wir so hören, der Wirtschaftskrieg, der immer mehr hervorgehoben wird, der bis in manche Foren, in manche Zeitungen, in manche Gespräche, die ich geführt habe, hingeht, gibt es vielleicht doch irgendwann einen Krieg? Ist das nicht die logische Konsequenz aus dem ganzen Streit zwischen Amerika und China? Es ist denkbar. Denn wenn China tatsächlich ernst macht und die seltenen Erden blockiert, und wir wissen, wie wichtig die chinesischen Vorkommen da sind, wenn China das tatsächlich blockieren wird, dann wissen wir, Amerika ist durchaus gewillt und in der Lage, da zu sagen, Moment, dann holen wir uns das Ganze. Also es ist nicht auszuschließen, dass da tatsächlich Folgen größeren Ausmaßes dann noch zu erwarten sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, insbesondere nicht vor dem Wochenende, aber alles keine Anregung, um jetzt in die Käuferseite reinzuspringen. In dem Sinne kann man eigentlich nur sagen, die Richtung steht scheinbar fest. Lass uns die Richtung spielen und noch ein bisschen Spaß daran haben. Ich hoffe, dass Sie auf der richtigen Seite unterwegs sind. Drücke Ihnen dafür die Daumen, wünsche Ihnen anschließend ein tolles Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.